Deutsche Memes, die ausbrechen. Oh. Wie ich das Klo betrete, nachdem mein Vater drauf war. Oh. Ah. Das sind nur die ganze Tage Kaka. Deutsche Memes. Wie gut, Alter. Exe. Let's go. Wieder noch so. Jemand verletzen und die Unterhaltung. Ich bin dran. Eine 5. Einer deiner Mitmatrosen war ein böser Pirat. Schick ihn in den Bau. Ab geht's ins Gefängnis für Sie. Herr Winkler! Ja, das finde ich auch eigentlich lustig. Drake nach einer Dose Dirty. Ich schwöre, Alter. Seit wann war Xatar bei Montana Black? Moin, mal aktiv. Ich bin sie, euer Xatar. Was geht ab? Ich würde das Auto direkt verbrennen. Ich verkaufe safe mein Auto. Oh mein Gott! Da ist einfach das Spiel drin. Oh mein Gott, Alter. Tschüss! Ich hab Angst, dass ich mein Gesicht springt oder so, Bruder. Ich bin schon, sag dir echt, die ganzen Videos haben schon mein Leben gefickt, Bruder. Ich hab schon Angst, dass ich mein Gesicht springt. Boah, die ganze Zeit so mit Schwitzen Auto fahren. Boah. Die Legende ist sogar schon bei RTL. Das ist wahrscheinlich der Lachzug. Ich vom Weiten, Baba, ich hab ne 5 in Deutsch, mein Vater. Gleich einfach nur abklatschen, wenn du überhaupt hinkommst. Super, Luca. Machst du das bis hierhin? Der Hallo, Markus. Mach deine Augen zu. Hallo, Anna, grüß dich. Und Augen zu, Jungs. Let's go. Hallo, Markus, riesengroßer Freund. Ah, die ist ja ganz glatt. Genau, und gar nicht, wie man denkt, kalt und glitschig. Ne? Nee, überhaupt nicht glitschig, ganz trocken. Und eigentlich richtig angenehm. Ja, glaube ich, dass es richtig angenehm ist, Alter. Dieser eine Typ, der immer angeht. Mann hat einen Herzinfarkt. Ist hier jemand zufällig Arzt? Ich habe einen 30-Zentimeter-Penis. Wenn er sagt, Schärfe kann mir gar nichts. Ich kopiere 1. Übrigens, Chat, wer erinnert sich daran, als Lukas hier diese Schärfe-Challenge gemacht hat, hat er die Schärfe so sehr well probiert. Ich dann zum Glück auch, damit ich sagen kann, ich hab's getan. Und Jeron hat's hier nicht gemacht. Und ich wollte euch nur noch mal erzählen, die Nicoletta hat's gemacht. Hätte ich nie gedacht, Bruder. Gestern, ich zu ihr, komm, hier, mach Challenge, let's go. Hab ich ihr genauso viel gegeben wie Lukas und mir. War krass, Digga, waren heftige 10 Minuten, aber sie hat's gemacht. Und Jeron hat's nicht gemacht. Das heißt, an alle, die hier Jeron gucken, ich würde jetzt auf Lebenszeit immer wieder Jeron damit aufziehen und immer sagen, ah, Jeron, du hast es nicht probiert. Jeron, du hast es nicht probiert. Oh, die Jäger! Scheiße! Der ein Junge, der in der Klasse vorlesen musste. Das wäre super, ja. Warum? Sein Deutsch ist sehr gut. Ja, ich bin sehr gut, aber Bruder, so viel, das ist wie ein Buch. Ey, Bruder, wir hatten mal jemanden in der Klasse, der hat original so vorgelesen, wie ich jetzt vorlese. Und gucken, ob euch auffällt, was die ganze Klasse gestört hat. Liebe Carmen, am kommenden Sonntag habe ich Geburtstag. Geburtstag, wisst ihr alle, das ist der Tag, an dem man geboren wurde. Ich möchte gerne mit dir feiern, lade dich herzlich zu meiner Party ein. Am Samstagabend. Zu meiner Party am Samstagabend ein. Entschuldigung, Leute, habe ich mich verlesen. Ach, Party Samstagabend, was gibt's Besseres? Wir fangen um 21 Uhr an. Ganz schön früh. Ist das okay für dich? Es werden viele Leute da sein, die du auch kennst. Das sagt man immer bei irgendwelchen Partys. Und am Ende kommt fast keiner da. So, Leute. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass der einfach 1, 2 oder 3 Seiten vorgelesen hat, genauso wie ich es gerade getan habe? Bro, er dachte echt, die ganze Welt dreht sich um ihn. Die ganze Klasse hat ihn gehasst. Aber keiner hat es ihm gesagt, weil er so ein lebensfroher Mensch gewesen ist. Der hat auch mit allen geredet. In der ganzen Pause nur geredet. Und nach 2 Wochen ist er, glaube ich, von der Schule freiwillig runtergegangen. Mit der Aussage, ich komme mit euch allen nicht klar. Real Talk. Das war bei der Mediendesign-Schule und unser Lehrer hat auch dann irgendwann gesagt, so ja, es reicht. Bitte lies nur vor, was da steht. Und nicht noch irgendwelche eigenen Sachen. Hat er dann gemacht und hat dann trotzdem ab und zu noch was dazu gesagt. Nach 2 Wochen war er dann weg. Zum Glück, Bro. Er war echt nervig. Wenn du realisierst, was Sprit 2021 kostet. Das kann doch einfach nicht wahr sein, aber willst du mir einfach kackeiern, aber ist das viel zu teuer, aber scheiß Merkel. Ey, ist das zum Kotzen, ist das. Bruder, wenn du einmal schaffst, ne? Ein Jahr lang Essen geht auf mich, Shisha geht auf mich, egal wo wir hingehen, alles geht auf mich, ein Jahr lang.
Ich schwör, so bin ich. Genauso. Wir sind ein Jahr lang keine Freunde mehr. Lösch meine Nummer ein Jahr lang. Warum seht ihr mich jetzt hier? Weil Carsten momentan zu Besuch bei mir ist. Und ja, er hat euch ja versprochen, sich zu zeigen. Und ich würde einfach mal sagen, Beifuß, Digga. Alle Seite, komm hier links. Ja, Ammann. Ey Leute, was geht? Elotrix ist hier. Ey, ich schwöre, genauso sind Schuhpräsentationen. Genauso. So, und jetzt lassen wir uns Penis in die Hand. Weil dann ist alles in Ordnung. So sieht's aus, Freunde. So sieht's aus. Fast and Furious Fahrraddrift. Irgendwas stimmt mit diesem Fahrrad nicht. Ich weiß nicht was. Mama, ich kann Ketchup nicht finden. Pio wie Mutter. Ja. Kennt jeder, du findest deine Sachen nicht. Deine Mama findet alles. Oder wenn irgendwas weg ist, frag Mama, sie findet. Und wenn Mama es nicht findet, dann ist es wirklich weg. Die Kuh gibt einen besseren Wegbeschreibung als manche Menschen. Buenas tardes, perdona, para Bolonia? Dollar, Bruder! Danke, Digga. Lichtenergie für den Drachenlord. Ich glaube, er kann es im jetzt stattfindenden Prozess gut gebrauchen. Digga, so, er weiß von diesem Prozess. Ich fasse es nicht. Om Rim Namah Shivaya. Om Shri Mahalakshmiye Namaha. Ich habe eigentlich nur eine Frage bezüglich Ihres Gesichts. Trotzdem, Sie dürfen hier nicht rein. Was ist los mit dem? Was dachte er sich in dem Moment? Oh, Kamera. Bruder, guck. Guck, was ich habe. Ich bin Zauberer. Magic, ja, ich hab gezaubert. Ich habe gezaubert. Ich bin auf der Party selbst mit dem Mist. Oh, ein echter Genießer. Olaf aus Munster ist am Telefon. Hallo Olaf, guten Tag. Hallo, hi, grüß dich. Und, alles gut? Alles gut. Wir nehmen die goldene Mitte N3. Jawohl. Nicht lang schnacken, Feld wählen, N3. Um Gottes Willen hier nicht auch noch plaudern. N3 ist eine Reise. N3, da habe ich hier was. Ist ja erstmal gut. Anderes. N3. N3, nee, ja. Nee, die Bilder sind falsch dazu. Da oh. Hat der Kollege leider falsch gedrückt. Es geht nach Bad Reichenhall. Direkt Schluss machen und Kontakt abbrechen. Habe Ronaldo ver... Ich spiele kein FIFA, aber wenn das stimmt... Das ist doch nicht mehr lustig. Bin ganz ehrlich. Ich würde Schluss machen. Egal, wie sehr ich meine Freundin lieben würde. Safe. Ich würde wirklich Schluss machen. Egal, wie sehr ich verliebt wäre. Weil das ist einfach nicht lustig. Kann man zurückholen? Okay. Oder sie wird zurückkaufen. Ich würde sagen, pass auf, wie viel ist der wert, Jungs, Ronaldo? Cristiano Ronaldo, 1.000, 2.000 Euro? Wie viel ist der wert? Also wenn man jetzt irgendwie Münzen über irgendwelche Seiten heimlich kauft oder so, keine Ahnung. Wie viel Geld muss man da rausgeben? 1.400, 2.000 Euro? Kann man nicht. Ja, man kann doch irgendwie zurückkaufen. Man kann doch Coins kaufen, meine ich. Man kann doch Coins kaufen. Er hat nach dem Video Schminke von ihr kaputt gemacht. Ja, Bro, vergleich doch nicht Schminke. Vergleich doch nicht mit Schminke kaputt machen mit Cristiano Ronaldo, der irgendwie 2.000 Euro kostet, keine Ahnung. Was sucht ein Einarmiger in der Einkaufsstraße? Einen Second-Hand-Shop. Mein Vater, wie er nach seinem Stuhlgang das Klo verlässt. Ach du heiliger Scheiße. Würde ich ganz klar machen, auf jeden Fall. Achso, wie viel Geld? Achso, Stell dir vor, deine Tür macht spät nach Mitternacht solche Geräusche.
Kenn ich. Was isst du da? Kuchen. Original Sacher Torte, Bruder. Wenn du am 1. des Monats dein Arbeitslosengeld 2 bekommen hast. Hauptsache hat Spaß. Boah, krasse Stunts. Okay. Die Banane. Die Dicke. Die Dicke. Irgendwann, Bruder, irgendwann gibt es Bananen mit Geld drin. Ich hab so viel Hass und Hate. Prison Break 6? Ey, warum bin ich das so lustig, Digga? Ich muss wirklich sagen, die einzige Kritik, die ich an dem Video habe, ist, dass man sowas Lustiges ans Ende macht. Ich hätte diesen Clip hier direkt an den Anfang gepackt. Der ist ja so lustig. Das ist so gut. Ich hab so viel Hass und Hate. So gut. Und dann einfach Prison Break 6. Ah, ist schon nicht schlecht, Bro. Peter. Es ist Freitag, wieder mit den Nomis unterwegs. Ey, unterwegs, ja, ich werd angerufen von nem Bro. Er fragt, was geht grad, gibt ein grad paar Hülsen und wir hängen an nem Skatepark. Ey, yo, bis später, Peter. Es ist Freitag, wieder mit den Nomis unterwegs. Ey, unterwegs, ja, ich werd angerufen von nem Bro. Er fragt, was geht grad.